Ja, hallo meine Freunde, willkommen zurück. Ja, ich habe natürlich auch das zweite Thema nicht vergessen, nämlich die Grundlagen der Kostenrechnung. Und wir sind ja letztes Mal dabei stehen geblieben, uns anzuschauen, wie man kalkulatorische Abschreibungen genau in der Kostenrechnung berechnen kann, wo es da die Unterschiede und Feinheiten gibt und wo eventuell Probleme auftreten. Und jetzt wollen wir uns mit dem Kapitel der kalkulatorischen Zinsen einmal beschäftigen. Und ich hatte ja in der Einführung zu den Grundlagen der Kostenrechnung schon einmal erwähnt, dass wir in der Kostenrechnung sowohl kalkulatorische Zinsen aufs Eigenkapital berechnen als auch aufs Fremdkapital. Das ist also ein großer Unterschied zur Finanzbuchhaltung, in der es ja nicht erlaubt ist, kalkulatorische Zinsen für das Eigenkapital anzusetzen bzw. zu berechnen. Ja, und mit dem fangen wir dann eben heute an. Und ich werde mal schauen, wie weit wir kommen. Höchstwahrscheinlich werden wir so weit kommen, dass wir das betriebsnotwendige Kapital bzw. betriebsnotwendige Vermögen dann zu Ende besprechen können. Aber die konkrete Berechnung der Zinsen, die muss dann wahrscheinlich auf ein anderes Video verlegt werden. Okay. Ja, grundlegendes. Nun, kalkulatorische Zinsen noch einmal sollen ja Kapitalkosten für das aufgenommene oder investierte Kapital in einem Unternehmen darstellen. Ja, und wir haben ja auch schon gesehen, okay, ich berechne ja diese Zinsen immer deswegen, weil ich ja vergleichen möchte. Das haben wir ja schon bei der Investitionsrechnung gesehen, wo wir einen Kalkulationszins hatten, der ja Opportunitätskostencharakter hatte, ja, die bestmögliche Alternative darstellen sollte. Und hier ist es genauso. Hier sind die kalkulatorischen Zinsen diejenigen Beträge bzw. Prozentsätze, die letzten Endes das widerspiegeln, was ich an Gewinn hätte bekommen können, hätte ich mein Geld woanders investiert und zwar nicht in mein eigenes Unternehmen hier in diesem Fall. Ja, und weil die Kostenrechnung nur betriebsbedingte Kosten und Erlöse umfasst, werden diese Kosten nur auf das durchschnittliche betriebsnotwendige Kapital gebildet. Ja, wobei man durchschnittlich sagen muss, das hängt auch so ein bisschen davon ab, welche Methode man gleich benutzt, um dieses betriebsnotwendige Kapital zu bilden bzw. zu berechnen. Aber ganz wichtig, wirklich nur betriebsbedingte Kosten und Erlöse werden hier berücksichtigt, die auf das betriebsnotwendige Kapital sich beziehen. Ja, und was betriebsnotwendig ist, das ist hier nämlich der springende Punkt. Betriebsnotwendig ist einfach alles oder ist das notwendige Geld, das ich investieren muss, um den Geschäftsablauf aufrechtzuerhalten. Ganz salopp gesagt, ja. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, wie ermittle ich genau dieses Geld, was ich eben investieren muss, um den Geschäftsablauf aufrechtzuerhalten? Ja, und wie wir das genau machen werden, schauen wir uns dann eben noch einmal auf den folgenden Folien dann dementsprechend an. Zunächst aber noch mal folgende Info: Das nicht verzinsliche betriebsnotwendige Kapital, ja, welches bei der Ermittlung kalkulatorischer Zinsen nicht berücksichtigt wird, heißt Abzugskapital, weil es vom betriebsnotwendigen Kapital abgezogen wird, um das verzinsliche betriebsnotwendige Kapital zu ermitteln. Ja, was bedeutet das? Nun, es gibt offenbar einen betriebsnotwendigen Anteil an Kapital, der investiert ist in meinem Unternehmen, aber für den ich keine Zinsen zu zahlen habe. Weder natürlich für die Gläubiger, die Fremdkapitalgeber, als auch für Eigenkapitalgeber hätte ich in diesem Fall bei dem nicht verzinslichen betriebsnotwendigen Kapital keinerlei Zinsen zu zahlen. Ja, das heißt, das ist also eine zweite Komponente des betriebsnotwendigen Kapitals, welches jetzt aber nicht berücksichtigt wird, beziehungsweise welches abgezogen werden muss von dem Teil des betriebsnotwendigen Kapitals, welcher verzinslich ist. Ja, und deshalb nennt man das Ganze Abzugskapital. Ja. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen kompliziert, aber gleich mit den Beispielen, die wir gemeinsam durchgehen werden, wird das Ganze dann dementsprechend auch anschaulicher. Ja, um das betriebsnotwendige Kapital zu ermitteln, wird nicht von der Passivseite der Bilanz ausgegangen, sondern von der Aktivseite. Der Grund ist natürlich der, dass wir auf der Passivseite natürlich nur die Mittelherkunft haben. Wir sehen also, aus was für Quellen unsere Gelder stammen. Wir sehen aber nicht, wofür die verwendet werden. Und auf der Aktivseite sehen wir dementsprechend, wofür die Gelder verwendet werden, die wir aufgenommen haben und können dann natürlich nur aufgrund dieser Aktivseite der Bilanz und natürlich auch eines Anlagespiegels bzw. einer Anlagenkartei dann dieses betriebsnotwendige Vermögen, wie es dann auch manchmal bezeichnet wird, oder Invest oder auch Capital Employed,
dementsprechend berechnen. Das heißt, bei der Berechnung dieses betriebsnotwendigen Vermögens gehe ich immer von der Aktivseite der Bilanz aus und niemals von der Passivseite, weil die Passivseite mir einfach nicht ermöglicht zu sagen, wie viel von dem Geld, was dort auf der Passivseite steht, auch tatsächlich im betriebsnotwendigen Vermögen drinsteckt. Und das erlaubt mir natürlich dann dementsprechend die Aktivseite. Ja, Freunde, und zu der Ermittlung des betriebsnotwendigen Kapitals muss ich euch ja jetzt ein paar Dinge erklären. Also die wichtigste Frage ist auch hier, wie bei den kalkulatorischen Abschreibungen damals, nehme ich die Anschaffungs- oder Herstellungskosten als Wertebasis oder nehme ich die Wiederbeschaffungskosten als Wertebasis? Ja, das ist erstmal der erste Punkt. Und dann habe ich die Wahl zwischen zwei Methoden. Entweder ich nehme die Restwertmethode. Bei dieser Restwertmethode, da schaue ich mir also an, was habe ich für Anschaffungs- und Herstellungskosten bei den einzelnen Vermögensgegenständen gehabt und ziehe dann eben die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen der Vorperioden davon ab. Ermittle also quasi nichts anderes als fortgeführte Anschaffungs- und Herstellungskosten. Ja? Oder ich nehme die Wiederbeschaffungskosten der jeweiligen Perioden. Ja? Das könnte ich auch machen, je nachdem für welche Wertebasis ich mich halt entscheide. Und dann habe ich die Durchschnittsmethode, und das ist die gängigere von beiden. Da dividiere ich einfach die Anschaffungs- oder Herstellungskosten beziehungsweise die, die Wiederbeschaffungskosten durch zwei der jeweiligen Vermögenspositionen. Ist also quasi so ein Anfangsbestand- und Endbestandsprinzip, was wir hier verfolgen. Und komme dann auch auf die jeweiligen Werte, zu denen meine Vermögensgegenstände anzusetzen sind. So, und jetzt habe ich hier mal eine Beispielbilanz eingeführt. Jetzt lasst euch bitte hier nicht verwirren. Also das ist hier eine Bilanz zum jeweiligen Vorjahr, beziehungsweise Vorjahr 31.12. Und hier ist das bereits abgelaufene Jahr auch zum 31.12. Jetzt weiß man natürlich, dass der 31.12. des Vorjahres und der 31.12. des jetzigen Jahres genau ein Jahr auseinander liegen. Man könnte aber auch sagen, weil ja am 1.1. das Geschäftsjahr normalerweise wieder beginnt, ist das quasi hier mein Anfangsbestand, wenn ich so will. Und das ist hier mein Endbestand. Ja, das ist ganz wichtig. Und darum habe ich vorhin auch gesagt, es ist nichts anderes als eine Anfangs- und Endbestandsrechnung, wenn wir die Durchschnittsmethode gleich verfolgen, damit ihr eben hier ganz genau seht, was ich damit meine. Und ich habe dann hier noch einmal hingeschrieben, dass wir uns hier im vierten Geschäftsjahr der Historie des Unternehmens befinden. Warum ich das allerdings gemacht habe, seht ihr dann auch später. Ja, ich habe unterschiedliche Aktiva hier auf meiner Aktivseite. Ich habe einmal eine unbebaute Lagerfläche, Werkstatt- und Lagergebäude, vermietetes Wohnhaus, Maschinen, spekulative Wertpapiere, Vorräte bzw. Material, Forderungen, liquide Mittel. Ja, und dann habe ich natürlich hier die jeweiligen Buchwerte der Positionen dann in der Bilanz drin stehen. Hier habe ich natürlich meine Mittelherkunft, auch klar. Und die Bilanzsummen sind natürlich identisch. Ja, und genauso habe ich es auch ein Jahr später. Auch hier habe ich die gleichen Positionen immer noch in der Bilanz, allerdings mit leicht anderen Werten. Und nun ja, woran das liegt, können wir uns sicherlich vorstellen. Entweder sind Dinge hinzugekauft worden oder es sind Dinge abgeschrieben worden oder auch beides. Ja, und jetzt habe ich hier noch zwei wichtige Zusatzinformationen für euch hier hingepackt. Erst einmal vielleicht diese Tabelle hier. Wiederbeschaffungs- oder Zeitwerte für die folgenden Vermögensgegenstände habe ich hier einmal in der, einmal im jeweiligen Vorjahr stehen und einmal im abgelaufenen Jahr, was eben das jetzige Jahr ist. Warum habe ich das jetzt gemacht? Nun, weil das ganz wichtig ist, wenn wir uns später mit den Wiederbeschaffungswerten beschäftigen, dann wird das nämlich ganz entscheidend sein. Ja, und eine ganz, ganz wichtige Zusatzinformation steht hier auch noch, nämlich, dass Vorräte aufgrund eines Anstiegs des Rohstoffpreises nur zu 80% der Wiederbeschaffungswerte bilanziert sind, was natürlich bedeutet, dass diese Wiederbeschaffungswerte der Rohstoffe erhöht werden müssen. Ja, denn 80% des Wiederbeschaffungswertes bedeutet ja, okay, sie sind niedriger angesetzt, als sie heute tatsächlich wert sind. Und wir wissen natürlich, dass wir bei Vorräten zum jeweiligen Schluss oder zum jeweiligen Stichtag die Vorräte dann dementsprechend zum Tageswert anzusetzen haben. Ja, das dazu.
Und jetzt kommen wir zur Berechnung der Durchschnittsmethode. Ich habe es euch hier in dieser Tabelle noch einmal gezeigt, was die Rechnungen angeht. Und hier habe ich euch dann nochmal die Werte angegeben, dass ihr euch die Werte auch dementsprechend anschauen könnt. Ja, auch hier nochmal die Zusatzinformation, sodass ihr genau wisst, warum so gerechnet worden, wie gerechnet worden ist. Ja, ich habe bei der unbebauten Lagerfläche jetzt eben nicht die Werte 50.000 und 50.000 genommen aus den 2 Jahren, wie ihr hier sehen könnt. Ja, 50.000 und 50.000, sondern ich habe, weil wir hier Wiederbeschaffungswerte haben, gesagt, okay, dann nehmen wir natürlich lieber die, weil die Wiederbeschaffungswerte Zeitwerte sind und dementsprechend den wirklichen Wert der Vermögensposition besser repräsentieren. Das gleiche gilt übrigens auch für Werkstatt- und Lagergebäude. Hier sind ja 300.000 und 248.000 angesetzt in der Bilanz, aber als Wiederbeschaffungswert haben wir 350.000 und sogar 370.000. Und die habe ich dann auch dementsprechend hier aufaddiert und natürlich durch 2 geteilt. Also die Durchschnittsmethode ist eine ganz, ganz einfache Rechnung zur Ermittlung des durchschnittlichen betriebsnotwendigen Vermögens. Ja, dann habe ich hier ein vermietetes Wohnhaus, würde unter Grundstücke und Gebäude fallen. Aber dadurch, dass es natürlich ein vermietetes Haus ist, kann ich es nicht wirklich als betriebsnotwendig ansehen. Denn wäre es betriebsnotwendig, hätte ich es ja nicht vermietet. Ja, bei den Maschinen ganz einfach, dort nehme ich dann einfach die Standardwerte, die hier in der Bilanz drinstehen, also 72.000 und 74.000 durch 2. Spekulative Wertpapiere erklärt sich von selbst, ist natürlich auch nicht betriebsnotwendig. Dann kommen die Vorräte und Material. Bei den Vorräten und Material, da greifen wir hier zwar eben auf die 148.000 und auf die 164.000 zurück, dividieren die auch durch 2, müssen die aber dann noch einmal durch 0,8 dividieren, also durch weniger als 1, weil wir ja eben zu 20% diese Vorräte unterbewertet hatten. Ja? Und die müssen wir ja überbewerten. Und weil wir sie jetzt überbewerten müssen, beziehungsweise richtig bewerten müssen, besser gesagt, dividieren wir hier noch einmal durch die 0,8. Ja, Forderungen und liquide Mittel ergeben sich ebenfalls ganz normal aus der Bilanz. Und dann ergibt sich hier ein betriebsnotwendiges Vermögen, ein verzinsliches betriebsnotwendiges Vermögen. Daher steht hier ja auch ohne Abzugskapital ein betriebsnotwendiges verzinsliches Vermögen von 811.500 Euro. Das nach der Durchschnittsmethode. Jetzt kommen wir zur Restwertmethode. Ja, bei der Restwertmethode, da kommt es jetzt eben nämlich genau darauf an, in welchem Jahr wir nach der Unternehmensgründung sind. Ich habe jetzt einfach mal unterstellt, dass die gesamten Vermögensgegenstände, die wir bisher haben, alle seit Gründung der Unternehmung bereits bestehen und dass eben nicht Dinge neu hinzugekommen sind, damit die Rechnung ein kleines bisschen einfacher wird. Und habe hier dann natürlich einen Anlagespiegel jetzt mit reingebracht, weil ohne den kommen wir gleich nicht aus. Ich habe hier die 3 Positionen genommen, die natürlich planmäßig abgeschrieben werden können. Das ist nur die unbebaute Lagerfläche, also ein Grundstück, ein Werkstatt- und Lagergebäude, was natürlich unter die Gebäude fällt, klar, kann auch abgeschrieben werden, und natürlich Maschinen. Ja, denn spekulative Wertpapiere und das vermietete Wohnhaus sind sowieso nicht betriebsnotwendig und spekulative Wertpapiere können in der Regel auch nicht abgeschrieben werden. Und Vorräte und Material ja sowieso nicht planmäßig, höchstens außerplanmäßig, und die sind dann natürlich auch genauso wie die Wertpapiere, weil sie zum Umlaufvermögen gehören, nicht im Anlagespiegel mit drin. Ja, und was habe ich jetzt gesagt? Nun, ich habe gesagt, die haben folgende Anschaffungs- und Herstellungskosten historisch gesehen gehabt. 250.000, 310.000, 360.000 für die jeweiligen 3 Positionen. Und ich habe dann unterstellt, dass die folgende Nutzungsdauern haben. Nämlich, dass das unbebaute Grundstück 5 Jahre Nutzungsdauer hat und das Werkstatt- und Lagergebäude dann 20 Jahre Nutzungsdauer und die Maschine ebenfalls 5 Jahre Nutzungsdauer. Und um es so einfach wie möglich zu halten, habe ich dann gesagt, okay, wir nehmen mal die lineare Abschreibung. Warum ist immer dieser Cursor weg? Das geht nicht auf. Wir schreiben dann dementsprechend über die Nutzungsdauer ab. Ja, Abschreibung jährlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Ja,
wären dann natürlich hier 50.000 Euro pro Jahr, klar, weil 250.000 durch 5 sind dann natürlich 50.000 pro Jahr. Beim Werkstatt- und Lagergebäude wären es 15.500 Euro, weil wir über eine viel größere Nutzungsdauer abschreiben. Und bei den Maschinen, wo wir auch über 5 Jahre abschreiben, da haben wir sogar eine jährliche Abschreibungsrate von 72.000 Euro. Ja, weil ich jetzt in meinem Beispiel hier auch unterstellt habe, dass wir keine Maschinen verkaufen, kann man sagen, dass diese Abschreibung hier auch gleichzeitig der Abgang ist an Wert von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Und Zugänge haben wir, ja, Zugänge haben wir. Und zwar einmal von 2.000 bei den Maschinen. Denn wenn wir noch einmal vielleicht auf die Bilanz zurückgehen, dann seht ihr, dass wir hier 72.000 erst gehabt haben und jetzt 74.000. Das bedeutet, wir haben einen Zugang von 2.000 gehabt, weil wir hier eben alles auch nur nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten in der Bilanz bewerten dürfen und keine Zeitwerte ansetzen dürfen. Das ist hier natürlich jetzt die Voraussetzung des Ganzen, sonst macht das natürlich nicht so einen Sinn. Ja, und dann bekomme ich nach 4 Jahren, also in T4, wenn ich quasi von den 250.000 viermal die 50.000 abziehe, einen Restbuchwert für die unbebaute Lagerfläche von 50.000 Euro, was natürlich auch so in der Bilanz drin steht. Dann einmal von 248.000 Euro, wenn ich diese 15.500 Euro viermal abziehe von den 310.000 Euro, auch so wie es in der Bilanz steht. Und dann bekomme ich auch einen Restbuchwert für die gesamten Maschinen in T4 von 74.000 Euro, wenn ich unterstelle 360.000 Euro war der Anschaffungswert. Viermal wurden 72.000 Euro abgezogen aufgrund der Abschreibung und 2.000 habe ich neu an Maschinen hinzugekauft. Also für 2.000 habe ich neue Maschinen hinzugekauft. Macht dann insgesamt 74.000 Euro. Ja, das also jetzt die Restbuchwerte nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Und jetzt sage ich, okay, ich kenne ja die Restbuchwerte der jeweiligen Positionen, ja, der jeweiligen Positionen, Entschuldigung, die Wiederbeschaffungswerte der jeweiligen Positionen, unbebaute Lagerfläche, Werkstatt- und Lagergebäude und Maschinen. Und jetzt kann ich, je nachdem, welche Bezugsbasis ich nehme, nach der Restwertmethode ganz einfach mein betriebsnotwendiges Vermögen ohne Abzugskapital relativ leicht ermitteln. Ja, nehme ich die Anschaffungs- und Herstellungskosten, dann setze ich hier diese Werte an, beziehungsweise die, die wir auch schon ganz normal aus der Bilanz gesehen haben, wobei ich hier jetzt keine Durchschnitte mehr bilde, sondern was ich hier mache, ist Folgendes. Ich setze wirklich einfach die Werte so hier an, wie sie in der Bilanz drinstehen, weil ich jetzt auch unterstellt habe, wir hatten keinerlei Forderungsausfall und die liquiden Mittel haben sich auch nicht geändert. Maschinenwert, Werkstatt- und Lagergebäude, unbebaute Lagerfläche kannten wir auch schon aus der Bilanz des Jahres 4. Also hier aus dieser Bilanz, aus der kannten wir ja schon die gesamten Werte. Und lediglich einmal bei den Forderungen, bei den Vorräten, Entschuldigung, da musste ich auf eine Anfangs- und Endbestandsrechnung eingehen. Denn bei den Vorräten ist es so, dadurch, dass es natürlich Umlaufvermögen ist und relativ schnell auch wieder ja, aus dem Unternehmen verschwindet, ist es relativ schwierig, das exakt nachzuhalten. Und um das dann wenigstens einigermaßen gut nachzuhalten, wie viel Kapital durchschnittlich im Unternehmen in Form von Vorräten oder Material gebunden ist, macht man das über diese Durchschnittskalkulation. Und das bedeutet dann dementsprechend nichts anderes als das, was wir auch schon hier gekannt haben. Genau, 148.000 plus 164.000 durch 2 durch 0,8 und dann die 195.000 Euro dementsprechend. Ja, so sieht das Ganze aus. Forderungen, wie gesagt, sind gleich geblieben, einfach aus der Bilanz des Jahres 4 entnommen, genauso wie die liquiden Mittel. Und dann komme ich nach der Restwertmethode unter Berücksichtigung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, fortgeführte Anschaffungs- und Herstellungskosten besser gesagt, auf ein betriebsnotwendiges verzinsliches Vermögen von 660.500 Euro, also relativ wenig. Wohingegen, wenn ich das nach Wiederbeschaffungskosten oder Werten mache, die ich ja hier ermittelt habe, dann dementsprechend auf einen Wert von 838.500 Euro. Ja, ich habe bei Vorräten, das ist ja dann im Prinzip sowieso schon der Wiederbeschaffungswert,
Da habe ich gesagt, okay, das kann ich ganz leicht ermitteln. Bei den Forderungen bin ich gleich geblieben. Da habe ich eben gesagt, ja, da gab es keine Abschreibungen oder sonstige Dinge. Und bei den liquiden Mitteln, dort habe ich auch gesagt, die 11.000 Euro sind weiterhin 11.000 Euro wert. Ja, und die 80.000 für die Maschinen, die kennen wir ja auch schon. Die stehen ja hier. Ja, 80.000 Euro als ja, Wiederbeschaffungswert für die Maschinen im abgelaufenen Jahr, also sprich im Jahr 4. Und dann kommen wir insgesamt auf ja, 838.500 Euro verzinsliches betriebsnotwendiges Kapital. Und wenn ich jetzt noch Anzahlungen von Kunden und Lieferantenverbindlichkeiten abziehe, die in Summe 93.000 Euro ausmachen und dann das Abzugskapital bilden, weil Lieferantenverbindlichkeiten und Anzahlungen von Kunden fast zu 100% ohne Zinsen letzten Endes ja, aufgenommen werden, dann komme ich auf ein betriebsnotwendiges Kapital von 718.500 Euro und einmal nach der Restwertmethode auf 745.500 Euro, wenn ich es nach Wiederbeschaffungskosten mache oder wenn ich es nach AHK mache, dann 567.500 Euro. So, ja, ich weiß, das Video war ziemlich lang. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir natürlich weiterhin Fragen stellen. Ich bin immer ja, offen und freue mich auf alle Fragen, die da so kommen. Und im nächsten Video werden wir uns dann anschauen, wie wir jetzt anhand des ermittelten betriebsnotwendigen Kapitals zu der eigentlichen Ermittlung von Zinsen kommen. Und zwar sowohl zu der Ermittlung von Eigenkapitalzinsen als auch zu der Ermittlung von Fremdkapitalzinsen und dann damit natürlich auch zu den gesamten Zinsen, die wir fürs Gesamtkapital, die wir fürs Gesamtkapital zu zahlen haben. Ja, gebt einen Daumen nach oben, schreibt Kommentare, teilt das Video, ich würde mich freuen. Besucht auch meine neue Facebook-Seite, die ich jetzt seit kurzem eröffnet habe. Und ja, viel Spaß natürlich mit dem Video.